Musikerin Tina Turner, IKEA-Gründer Ingvar Kamprad oder Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher wohnen in der Schweiz. Nicht nur aus Steuergründen. Auch die hohe Lebensqualität und die Diskretion sind ihnen wichtig. Wenn sich ausländische Multimillionäre in der Schweiz niederlassen wollen, wenden sie sich an Robert Verfecki. Er bietet die Rundumbetreuung. Robert Verfecki organisiert Superreichen aus der ganzen Welt ihr neues Leben in der Schweiz. Viele wollen hierher um jeden Preis. Der Schweizer Pass lässt sich aber nicht kaufen. Die Klienten kommen zum Teil aus sehr exotischen Ländern, wo das auch gang und gäbe ist, wo das normal ist, dass man allenfalls mit einem dicken Gouvernant hilft. Aber das geht natürlich bei uns nicht. Und das ist ja auch eine der Qualitäten der Schweiz, warum sie da hinziehen. Ein wichtiges Kriterium für die Wahl des neuen Wohnortes ist die Lage. Die Ausländer wollen sich ein Bild machen von der Schweiz. Am einfachsten geht das vom Heli aus. Der hat nicht Zeit, da tagelang umeinander zu fahren. Und ergänzend kann sein, dass man einen Heliflug macht, um einmal die ganze Topografie zu erfassen. Zu den beliebtesten Wohnorten für die superreichen Ausländer gehört die Region um den Genfersee. Hier, hoch in den Waadtländer Alpen, lässt Robert Verfecki im Auftrag eines Kunden 4 Eigentumswohnungen zu einem Riesenchalet zusammenlegen. In aller Regel hat der Klient nicht so viel Geduld, um im Moment von seiner Entscheidung, dass er in die Schweiz kommt, dort noch einen Neubau, also einen Eigenbau aufzugleisen, weil das geht ja dann 2 oder im schlimmsten Fall sogar 3 Jahre. Und diese Geduld hat er oft nicht. Und das heisst, man greift dann auf etwas zu, das schon auf dem Markt fertig ist, sei es ein fertiges Haus oder ein halbfertiges Haus, wie jetzt hier, wo man dann für ihn fertigstellt nach seinen Wünschen. Für die Verwirklichung der Wünsche ist Architekt Hans-Peter Sacher verantwortlich. Da sind wir hier rein, in diesen Räumen. So sollte das aussehen in 4 Wochen. Dann wird hier eine Großfamilie aus Russland einziehen. Ihre alte Heimat verlässt sie für immer. Den Wohnsitz in die Schweiz zu verlegen, ist für Ausländer gar nicht so einfach. Robert Verfecki regelt alles, um die Neuzuzüger in die Schweiz zu bringen. Von der Aufenthaltsbewilligung, Niederlassung über eine allfällige Pauschalbesteuerung bis hin zur Immobilie und die Ablieferung von einer Luxusvilla, wenn es dann muss sein. Robert Verfecki verwirklicht alle Wünsche seiner Kunden, seien sie auch noch so ausgefallen. Da haben wir tatsächlich ein riesiges Fenster in eine tragende Mauer rausgeschnitten mit der Idee, dass wir da einen gigantischen Plasmabildschirm werden befestigen, und zwar auf einer Achse, sodass man den, je nachdem, wo man sitzt, um 180 Grad kann drehen. Also von der Sitzgruppe her, dass man ihn kann sehen, oder auch vom Esstisch her. Während des Baus leben die Kunden meist noch in ihrer alten Heimat, sind Tausende von Kilometern entfernt. Wichtig ist deshalb, die Vorstellungen der Kunden zu kennen. Als erstes muss ich verstehen, was den Kunden gefällt. Ich zeige ihnen alles und sie sagen mir, welche Designs sie mögen. Dann mache ich ihnen einen Vorschlag mit Varianten. Wenn gewünscht, stellt Verfecki seinen Kunden auch noch die standesgemäßen Limousinen in die Garage. In der meisten Regel wollen die Klienten relativ luxuriöse Karossen, und auch jeder zweite hätte am liebsten einen Helikopterlandeplatz vor seinem Haus. Das geht natürlich auch nicht. Beim Hauspersonal hat er weniger Probleme. Vorstellungstermin für die Putzfrau im Rohbau. Das hier ist das Stockwerk der Kinder. Hier hat es 4 oder 5 Kinderzimmer. Dazu ein eigenes Wohnzimmer für die Kinder. Keine Küche, aber jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. Avec chaque chambre, il y a une salle de bain. Und was für Süchtigspersonal rekrutieren Sie? Also gut, je nach Liegenschaft, je nach Anwesen. Köche haben wir viel, also Chef de Cuisine, Gärtner kommen oft dazu, manchmal ein Chauffeur, in seltenen Fällen auch Bodyguards. Hin und wieder kann auch mal ein Pilot noch dazukommen, wenn der Klient einen eigenen Helikopter oder einen eigenen Jet hat. Anflug auf Stäfer an der Goldküste, hoch über dem Zürichsee. Ebenfalls eine sehr beliebte Wohngegend für die ultrareichen Ausländer. Diese 14-Zimmer-Villa sieht sich Robert Verfecki zusammen mit einem Architekten und dem Bauherrn Urs Wenger an. Sie sehen hier von der Architektur her, die Krümmung ist eigentlich ein Nachempfinden vom Zürichsee. Jawohl, ja, ja. Und wir haben hier spektakuläre Glasfassade. Mhm.
Den Rohbau würde Urs Wenger gerne verkaufen. Robert Verfecki besichtigt die Villa im Auftrag eines Kunden. Das ist für ein ausländisches Ehepaar gedacht, mit zwei Kindern, das aber auch Hauspersonal hat. Und darum brauchen die relativ viel Fläche, damit sie ungestört leben können und gleich ihr Personal unter dem gleichen Dach haben können. Das Haus hat 4 Etagen und lässt sich in 2 getrennte Wohnungen aufteilen. Die eine für die Familie, die andere fürs Personal und Gäste. So große Wohnflächen sind selten. Die Raumvorstellungen der reichen Ausländer übersteigen oft die Möglichkeiten in der Schweiz. Möglichst grosse Flächen werden gewünscht. Und von gewissen Kulturen, speziell von Osteuropäern, werden vor allem sehr hohe Decken gewünscht. Ja. Also, die können sich nur sehr schwer damit anfreunden, mit einer Deckenhöhe von 2,5 Metern. Die wünschen 3, 3,5, 4 Meter, ideal 4,5. Und das ist auf dem Schweizer Meer de facto so gar nicht erhältlich. Je nach Wunsch des Käufers werden Bauherr Urs Wenger und der Architekt die Villa fertig ausbauen. Nicht jeder Superreiche will in die Schweiz. Wer hierher kommt, sucht Diskretion. Wir haben auf der östlichen Seite könnte man so eine Lounge-Ecke machen. Das ist das, was von dieser Klientschaft auch geschätzt wird, wenn sie sich für die Schweiz entscheidet. Weil wenn sie gern zeigt oder vielleicht sogar gern zu einem gewissen Protz neigt, dann würde sie sich nicht wählen, wahrscheinlich für die Schweiz entscheiden. Das wäre wahrscheinlich nicht der richtige Ort zum Leben. 10 Millionen Franken soll die Villa kosten. Weiter zum nächsten Objekt. Urs Wenger hat seine Leidenschaft zu bauen zu seinem Beruf gemacht. Er baut Luxusvillen, für die er anschließend wohlhabende Kunden sucht. Die wenigsten Leute verfügen über das Verständnis, dass sie die Pläne so interpretieren können, um die Qualität des Objekts richtig einzuschätzen. Aber wenn man ihnen wenigstens die Karosserie mal im übertragenen Sinn anstellen, dann fassen sie dann auch Vertrauen, dass man den ganzen Innenausbau in der gleichen Qualität fertig machen kann. Und das ist die Vertrauensbasis überhaupt, um solche Objekte in dieser Preisklasse an den Käufer zu bringen. Unterwegs zeigt Urs Wenger eine futuristische Villa, die er einem ausländischen Unternehmer verkauft hat. Aus Diskretionsgründen dürfen wir nur drüber fliegen. Alleine der Innenausbau hat 10 Millionen Franken gekostet. Wir haben innen und außen je 40.000 Liter Whirlpool. Dann haben wir ein Home-Cinema, das absolut die erste klassische, besser gebaut als jedes normale öffentliche Cinema. Und die zweistöckigen Esszimmer und Küche, die eine Art kathedralähnlichen Charakter hat. Auch Robert Verfecki musste schon ausgefallene Wünsche erfüllen. Wenn natürlich jemand Kunst sammelt, dann hat der eine mal eine halbe Galerie daheim haben. Ein Autosammler hat mal gewünscht, eine eigene Autowäscheanlage in der Garage zu haben und so weiter. Landung am Eggerisee. Hier bietet Urs Wenger seine eigene Villa zum Verkauf an, weil er nach Frankreich auswandert. Robert Verfecki hat die Region kürzlich einem Ehepaar aus New York gezeigt. Der Eggerisee hat ihnen so gut gefallen, dass er jetzt einen Zweitwohnsitz für sie suchen kann. Vielleicht ist es ja die Villa von Wenger. Falls nötig, knüpft Robert Verfecki den reichen Neuzuzügern auch ein erstes Beziehungsnetz in der Schweiz. Also Golfclub, Schiessclub, Skiclub, was auch immer die sich dann wünschen oder was immer denen dann gefällt. Also der ganze Resozialisierungsprozess, wenn man dem so sagen, oder Neusozialisierungsprozess, den tun wir so gut wie möglich begleiten und auch so intensiv, wie es der Klient halt wünscht. Die Firma Henley Estates ist international tätig und vermittelt vermögenden Kunden Wohnsitze im Wunschland. Das könnte in Zukunft für Privatbanker ein neues Geschäftsmodell sein. Wohnsitzplanung statt Schwarzgeldparadies. Da ist, angezeigt, dass ein Private Banker eine erste Antwort auf so eine Frage geben kann, was für Möglichkeiten an einem Klienten diesbezüglich offenstehen. Auf Robert Verfecki wartet schon der nächste superreiche Ausländer und damit wieder ein gutes Geschäft.